Ja, und noch immer sind die Fans schockiert. Tama Hankens Tod hat Tierliebhaber in ganz Deutschland und auch uns ja wirklich sehr, sehr getroffen. Und wir wollen Ihnen heute Morgen noch mal die schönsten Fälle zeigen, wie hier zum Beispiel. Sie kamen aus ganz Deutschland nach Vilsum in Ostfriesland auf Tama Hankens Hof, um ihre kranken Tiere heilen zu lassen. Hier Pony Dynamite mit Samtreiterin Lisa und ihrer Mutter aus Bayern. Also ich möchte das Pony anschauen lassen, weil es unterm Sattel relativ schief läuft. Und ich möchte wissen, ob das ein Reiterfehler ist oder ob man da irgendwie vom Knochen her was beheben muss. Ein Blick genügte dem Riesentamme, dann hatte er das Problem erkannt. Auf dem Rücken sehen wir wieder einen Reiter, der schief ist. Ja, den Reiter habe ich dabei. So, wer ist der schiefe Reiter denn? Lisa. Mausezahn, komm her. Wieso rutscht der vorne nach links und hinten nach rechts, der Sattel? Was bedeutet das? Du kommst gleich auf der Pritsche rauf, dass du erstmal gerade gemacht wirst. Weil so schief wie du bist, kann das Pferd nicht gerade werden im Rücken. Das sind immer die Signale. Das Pferd schreit, Hilfe, du machst mir alles gerade, aber die ruiniert mich gleich wieder. Auf den Bauch rauf. Ist ein bisschen hart, aber du bist ja nicht aus Schokolade, ne? Wenn du auch eine Süße bist. So, und jetzt fühlen wir hier erstmal durch. Man sieht es am Pferd, dass er einfach schief ist. Das bedeutet, die badet ihre Krankheit auf dem Pferd aus. Aber das Pferd kann es nicht umsetzen. Und dann sehe ich die Alarmstufen. Komm hoch. So, Lassie. Arme hierher. Gut. So, ganz locker. Zack. Total kompetent, hat auf den ersten Blick gesehen, ohne dass ich vorher irgendwas gesagt habe, das Pony läuft schief, hat es sofort erkannt, dass er schief läuft und hat auch gesehen, dass er schief steht und dass sie das Problem eigentlich ist. Das finde ich super, weil das erkennt normal keiner. Und ich sage ja, ich war letzte Woche mit ihr beim Arzt und der hat es auch nicht erkannt. Das war ernst. Doch bei Tama Hanken durfte der Spaß nie fehlen. Jetzt wird's in der Hand. Bisschen weiter zusammen. Linke Bein hoch. So, und runter. Das rechte Bein hoch und runter und jetzt schneller. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts. Super. So bringen uns Friesen Bayern das Fahrradfahren bei. Schätzelein. Doch Tama arbeitete nicht nur in Ostfriesland. Bekannt war der freundliche Hühner auf der ganzen Welt. So wie hier in Afrika. Nach Namibia fuhr er, um wertvolle Araberpferde zu heilen. Ob es ein Dülpenpony ist oder ob es ein Pferd von über 1 Million ist, da mache ich keine Unterschiede. Die Kalahari-Wüste. Der Pferdeflüsterer wurde von einer deutschen Farmbesitzerin um Hilfe gebeten. Auch in der Ferne kannte man den Tierflüsterer. Auf der ganzen Welt hatte er schon Pferde eingerenkt. Ehefrau Carmen begleitete ihn oft. Dieser Wallach hatte seine Besitzerin schon mehrfach abgeworfen und galt als gefährlich. Und nicht zu dicht dran, sonst haut er einen tot. Ja, ich nehme jetzt diese Seite. Wizzy, Wizzy. Was ist denn los? Junge, sei doch nicht so schissig. Aber er haut direkt, nicht? Er haut zu. Setz allein. Komm. Der große Ostfriese hatte eine ganz besondere Art, mit den Tieren zu kommunizieren und Vertrauen aufzubauen. Doch Wallach Twister war ein schwieriger Fall. Seine Besitzerin Heidi Kaber hätte er fast umgebracht. Ohne jegliche Warnung schießt er ab und fängt dann an zu bocken. Und so bin ich jetzt auch kürzlich richtig ordentlich runtergefallen und bin so an einem toten Punkt jetzt mit ihm. Ich weiß nicht, in meinem Alter ist das sicher nicht mehr das Optimale. So. Aufgeben kam für Tamme nicht in Frage. So ist okay. Siehst du? Okay. Gut, andere Seite. Es passiert nichts, passiert. Oh nein, komm her. Alles gut. Alles okay. Hey. So ist gut. Das ist fein. Guter Twister. Hadi, knack. In der Ruhe liegt die Kraft. Der Knochen am Bein war wieder eingerenkt. Das Pferd schmerzfrei und lief ohne zu lahmen.
Tamahanken hatte es wieder geschafft.